Ich kann ja jetzt schon einen MWF bauen, oder? Lass den Scheiß. Wieso wehren die sich nicht? Verstehen sie nicht? Das sind Zivilisten jetzt meine Basis erkunden, oder? Oder angreifen? Jetzt kommen sie. Dann kommt auch gleich der Mammut wahrscheinlich. Warum habe ich eigentlich nicht... Ach, ich mach's jetzt so, ich hab keinen Bock, so viel zu schreiben. Das sind eh nur temporäre Stände. Kann ich jetzt irgendwo... Warum haben sie meine Raffinerie schon so geplättet? Das ist das Problem, wenn man die Geschwindigkeit so erhöht hat. Ich brauche auf jeden Fall meine Werkstatt. Die Mammuts trauen sich schon, ne? Warum habe ich das gesagt? Schnell, Entdeckung. Verstecken. Oh, von beiden Seiten gleichzeitig. Das ist natürlich nett. Das ist so nett. Mach was, Obelisk. Hat man jetzt nicht mal gesehen, aber es hat gereicht. Wieso haben sie mich denn plötzlich entdeckt? Ich dachte, man kann sich noch vor denen verstecken. Dieses doch mal, oder? So, du darfst zuerst rein. Aber auf dieser Geschwindigkeitsstufe ist es gar nicht mal so unangenehm. Ah! Die kommen mir jetzt unentwegt. Lass den Scheiß. Okay, den sollte ich auch mal reparieren. Reparaturrunde. Ich baue hier nichts mehr. Gut, der ist wieder fit. Dann wollen wir natürlich da noch nachhelfen, dass wir bloß nicht zu viel Geld haben. In späteren Command & Conquer-Teilen ist es ja so, dass man gar keine Silos mehr braucht. Ah! Nein! Wieso sind die so dumm und nehmen keine Gebäude von mir ein? Das würde ich ja gerne mal wissen. Das ist schon arg dumm. Ich kann echt so weiterspielen mit der hohen Geschwindigkeit. Da habe ich natürlich nichts gegen. Dann machen wir das einfach so. Solange ich hier durchkomme damit. Das geht so schön schnell alles dann. Aber nur so lange schön, bis irgendwas schief geht und das einfach zu schnell war, um zu reagieren. Mal gucken, wann das hier scheiße wird. Oh, die repariere ich auch wieder. Das hat dann natürlich wieder Sinn. Bei den Mammuts wurde es gar nicht mal mehr notwendig unbedingt. Notwendig. Aha. Er sprießt ein bisschen. Ein kleines Wenigchen. Den auch noch. Ich werde mich bestimmt irgendwann wieder erschrecken, weil ich denke, ich bin eigentlich GDI und wenn ich in Nordeinheiten sehe, denke ich, ja, Hilfe, Feinde. Aber sind sie gar nicht. Konstruktion fertig. Was war das jetzt? Jetzt kommen sie nicht mehr, aber ist mir recht. Ich habe die höchste Geschwindigkeitsstufe, alles in Ordnung. Mir kann gar nichts passieren. Oh, Hilfe! Der Obelisk steht da echt in der besten Position. Er kann in beide Richtungen agieren. Eigentlich sogar in drei Richtungen. Verstärkungen sind eingetroffen. Juhu! Oh nein! Flammentypen helfen noch mit. Das machen die echt ungern. Konstruktion fertig. Einen zweiten Obelisk noch hin und dann bin ich unbesiegbar. Wird gebaut. Bauen wir nochmal so ein Ding. Jetzt brauche ich halt wesentlich größere Armeen, als wenn ich Mammuts hätte. Ist ja auch logisch. Diese Musik. Irgendwie auch aus dem Nahen Osten, oder? Verstärkungen sind eingetroffen. Wird gebaut. Oh, das wieder. Wo gehe ich dann zuerst hin? Die Kirche kaputt machen bringt nichts, da ist kein Geld drin. Ich würde fast sagen, ich gehe einfach hier geradewegs nach oben. Wird gebaut. Verstärkungen sind eingetroffen. Dann habe ich ja jetzt schon ein paar Einheiten. Konstruktion fertig. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Noch drei Stück.
Und dann... Ah! Mein Herz! Das hätte... Ah gut, das ist verständlich. Das hätte ich auch gemacht. Sind die noch irgendwie beschädigt worden? Die, das hat die gar nicht gekümmert, wirklich. Winzelkeitschen haben sie vielleicht abgekriegt. Dafür habe ich jetzt 1500 verloren, so ein Dreck. Gestoppt. Na gut, bauen wir erstmal den fertig. Den brauche ich wieder. Der ist hier doch sehr nützlich. Dann baue ich vielleicht gerade zwei sogar hin. Denn wenn dann einer weggebamst wird, macht das gar nichts. Weil immer noch einer da ist und einer reicht, ja, haben wir gesehen. Solange sie nicht einen Überraschungsangriff, Überraschungsgroßangriff starten. Zack. Wird gebaut. Atomrakete würde ich auch gerne haben, aber ich glaube, das ist nur Spielerei. Da kann ich auch einfach hinmarschieren mit meinen Truppen. Ansonsten dieselbe Monotonie wie immer. Panzer. Kann ich dann hier ein bisschen weggehen. Nebendran direkt einbauen noch. Und weh, die schaffen mit dem Ionenwerfer dann beide kaputt zu hauen. Das wäre fies. Aha, da kommt er da. Wie dreist das ist, wie dreist. Ohne irgendwelche... Wer hätte denn damit gerechnet jetzt? Der geht da gar nicht erst raus. Nein! Oh. Wann habe ich gespeichert? Scheiße, das war schon wieder ewig her, ne? Aber das konnte ich jetzt gerade nicht auf mir sitzen lassen. Na gut, dann bauen wir direkt nochmal einen Obelisk nach. Wir wissen ja, die hauen das gleich kaputt. Das geht ja aber mal gar nicht. Voll fies, dass sie da durchkommen auch. Ich hatte da alle meine Einheiten stehen und den Obelisk. Ich dachte noch, wie sinnlos diese Angriffe immer sind. Einfach mit den Ingenieuren da drauf gehen. Kann ich den direkt mal schon hinstellen, würde ich sagen. Ja, das ist natürlich der beste Zeitpunkt. Kann auch keinen Obelisk vom Netz nehmen. Das geht auch erst ab dem dritten Teil, glaube ich. Baue ich lieber weiter hier unten, wo es ein bisschen geschützt ist durch die Basis selbst. Fertig. Mehr sollte ich gar nicht brauchen. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, in Ordnung. Eieiei. Die Bärin ist echt nicht viel mehr da, kann es sein? Sieht so aus. Wo haben die denn gerade noch so viel gesammelt? Vielleicht geht es zu Beryl mal ein bisschen weiter nach rechts. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Breche auf. Oh, da kommen sie. Jawohl, Sir. Aber mit zwei Obelisken hat man überhaupt keine Probleme mehr. Jawohl, bestätigt. Das ist der absolute Overkill. In Ordnung. Glaubt er wohl selbst nicht. So. Aber ich glaube, das ist den meisten auch sehr recht, wenn ich hier die Geschwindigkeit erhöht lasse, so lange wie möglich halt. Beim Aufbau der Armee. Beim Angriff selbst kann ich ja wieder ein bisschen runterschalten, sonst kriege ich selber nichts mit. Oder nicht so viel. Ah, schön, jetzt kann ich ja alles zugebaut lassen, dann können sie gar nicht erst hinter die Raffinerie fahren. Das ist nämlich eh eine dumme Aktion. Wer macht denn sowas? Konstruktion fertig. Das haben sie auch gut getimed. Erst hatten sie meinen Obelisk weg ionisiert und dann haben sie die Ingenieure geschickt. Schade, es war noch einen wieder aufbauen können, aber keinen zweiten. Wird gebaut. Ja, wir sind gleich wieder soweit. Oh, immer auf die Sammler. Jawohl. Haben wir nichts getan. Wird gebaut. Verstärkungen sind kommen sie wieder beide gleichzeitig. Unsere Basis wird angegriffen. Dann greift sie doch an. Die hält das aus. Verstärkungen. Hey, da ist es soweit.
Genau im richtigen Moment, wenn der Mammut gerade kommt. Das habt ihr doch mit Absicht gemacht. Die denken doch nicht etwas strategisch. Der ist ja noch ein bisschen lädiert. Jetzt habe ich mich doch schon recht daran gewöhnt, der kommt dann nicht durch wieder. Mit zwei Obelisken hier zu verteidigen. Das macht doch Freude. Der ist voll, ne? Der möchte da auch mal reingehen. Und ihr stellt euch mal in eine bessere Position. Da haben sie immer ein Ziel für ihren Ionenwerfer. Dann können wir das Spiel schon ewig weiter treiben. Sie machen es kaputt, ich baue es wieder auf. Und ich bin trotzdem sicher, weil immer noch einer da steht. Stört mich dann überhaupt nicht. Oh! Das geht aber nicht, das ist mein Tiberium. Ihr habt doch ganz bestimmt oben noch ganz viel. Wie in der letzten Mission, da hatten sie ein ganzes Feld und haben dann bei mir sammeln wollen. Total dumm. Okay, die Basis ist offensichtlich weiter... Oh, die kommen mit der Lufteinheit. Und ich kann nicht in die Luft schießen, da bräuchte ich Mantel des Schweigens. Tarnpanzer. Wird gebaut. Ja, das Tiberium schon fast alle. Sind eingetroffen. Super. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. Schluss damit. Jawohl, Sir. Bestätigt. Verstärkungen sind eingetroffen. Oh, da kommen sie. Ich kenne euch auch. Aber diesmal nicht, Leute. Diesmal nicht. In Ordnung. Jawohl, Sir. Ob hier noch mal Tiberium ist? Wahrscheinlich ja nicht. Das wäre ungewöhnlich. Da ist so geil. Komme ich hier oben durch, da? Wird gebaut. Moment. Gestoppt. Jawohl, Sir. Ich riskiere es jetzt einfach mal, ihn anzugreifen. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. So, mein Tiberium. Verstärkung. Jawohl, Sir. Denkt ihr etwa, ich komme mit Infanterieeinheiten? Ihr seid ja nicht mehr ganz sauber. Oh, Hilfe. Ja, Konstruktion fertig. Jawohl, auf den bösen Mammut, der ist am gefährlichsten. Verstärkungen sind eingetroffen. Zum Glück habe ich die Flammentypen dabei. Die sind ja doch sehr hilfreich. Auf den Mammut. Ja gut, viel konnten sie Menschen entgegenwerfen. Dafür, dass ich ihren Sammler gekillt habe. Gehe jetzt erst mal mich zurückziehen. Ich habe da ein bisschen große Einbußen gehabt. Das gefällt mir nicht so. Ein bisschen arg viel. Soll ich mal Mantel des Schweigens bauen? Dazu bin ich zu stolz. Ah, wenn der jetzt mit Ingenieuren kommt, da sind Ingenieure. Ich glaube nicht, wie sie immer mitten reinkommen in meine Basis. Das ist doch so lächerlich. Nein. Jetzt eine Raffinerie. Ich brauche eine Raffinerie. Eine zweite hier rechts. Die sammeln jetzt schon ganz da hinten. Oder die wollen jetzt wahrscheinlich da sammeln. Ja, komm. Oh, da warten sie schon. Okay, wenn ihr unten rumfährt, ist das, glaube ich, sicherer. War das echt noch Tiberium, was er gerade gesammelt hat? Komm, sammeln wir da. Jawohl, in Ordnung. Das geht so nicht, jawohl, Leute. Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Das geht jawohl, so ganz und gar nicht. Da müssen wir jetzt was tun. Wieso immer wieder kommen? Hört doch auf. Ah, wie viele? Was ist denn hier jetzt los? Wieso baue ich eine Raffinerie? Das gestoppt. Lohnt ja gar nicht. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Bin ja so am Ende. Die Obelisken helfen ja kaum. Hallo. Ich brauche einfach ganz viele Einheiten, sage ich mal. Das, die Tiberiumwelt ist auch schon fast leer. Wenn sie gleich wieder von links kommen, dann rege ich mich aber auch. Da, ihr dürft auch noch alles repariert werden. Ihr steht im Weg. Und du auch. Wieso ist das schon wieder beschädigt? Ja, ich krieg kein Geld mehr. Wollte ich mal angemerkt haben. Du musst dann halt doch hier sammeln und hoffen, dass da keiner stört. Die Mission ist gar nicht mal so leicht. Ich muss nur ein bisschen runterstellen. Sonst schaffe ich das nicht. Jawohl,
Ja, super, genau im richtigen Moment, wenn ich kein Geld habe. Warum macht ihr nichts? Ihr seid doch am wichtigsten bei Infanterieeinheiten. Was ist denn für ein Strich jetzt? War das der Obelisken-Strahl, der versucht hat irgendwie durchzudrehen? Ja. Ah! Hilfe! Gibt's doch nicht. Die wollen unbedingt meine Obelisken loswerden. Wo ist mein zweiter Sammler? Die sammeln jetzt beide da. Immerhin gibt's da mal ein bisschen was zu holen. Wenn die jetzt endlich mal nicht aufhören mit den ganzen Angriffen, dann kriegen wir hier noch übelste Probleme. Jetzt kommen sie hier schon direkt rein. Brauche ich jetzt noch mehr Obelisken oder was? Wie nah muss er rangehen, um endlich mal anzugreifen? Kann der schon wieder repariert werden? Ich glaube es nicht. Unfassbar. Ich könnte den Obelisk gerade wieder verkaufen. Der sammelt nicht. Kein Wunder, dass ich kein Geld kriege. Jetzt sehe ich schon fast die halbe Karte hier. Und so wenig Tiberium ist hier. Die Mission scheint durchaus einiges zu bieten zu haben. Du meldest dich jetzt mal freiwillig. Als Erkunder. Als ehrenamtlicher Erkunder. Schon dabei. Es wird ja nicht vergessen werden. In Ordnung. Jo, hoffentlich ist da jetzt nicht wieder ein Mammut. Der müsste inzwischen eigentlich futsch sein. Ich hab mal ein bisschen Ruhe, ist das nicht schön. Aber es ist auch kein Tiberium da. Wie soll man denn so gewinnen ohne Tiberium? Wie kann man mir das... Kann man das irgendjemand erklären, wie man ohne Tiberium gewinnen soll? Das weiß ich nämlich nicht. Schon dabei. Ich will die Obelisken auch unbedingt nachbauen, damit die den Ionenwerfer nicht gegen irgendwas anderes richten. Das könnte dann noch mehr wehtun. In Ordnung. Sofort, Sir. Sofort, Sir. Breche auf. Da. Okay. In Ordnung. Geh erstmal in die Richtung hier. Irgendwo die wäre noch in der Nähe. Das wär's da. Breche auf. Oder eine andere Möglichkeit der Verdienst. Finanziellen Verdienste für meine Basis. Breche auf. Nichts zu sehen. Breche auf. In Ordnung. Konstruktion. Ganz dumm. Fertig. So, was sagt er jetzt? Da guckt er doof. Jawohl, Sir. In Ordnung. All eure Bemühungen Jawohl, Sir. Bringen gar nichts. Ich mach trotzdem alles wieder Jawohl, Sir. Auf den normalen Stand. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Und den da runterschicken. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Und ihn auch. Jawohl, Sir. Dann ist er fit. Jawohl, kommt der rein. Jawohl, Sir. Ist wieder mal reingehen. So, was Jawohl, macht er Sir. Jetzt? Ich würde sagen, einfach mal hier hochlaufen. Lasst bloß meine Leute in Ruhe. Noch eine Brücke, okay. Kommt man hier echt nur über Brücken zum Feind? Wie dumm. Also das gefällt mir überhaupt nicht. Alles muss repariert werden. Wie schnell die kaputt gehen. Die Spielzeug-Plastikautos. Ja, dauert lange, bis meine Sammler wieder zurückkommen. Aber einen dritten Sammler zu bauen, würde sich überhaupt nicht lohnen bei der Menge an Tiberium, die hier noch rumliegt. Menge in Anführungszeichen.